Der Auerhahn wiederholt sein Balzlied jeden Morgen unermüdlich, manchmal bis zu 600 Mal. Ich hab gehört, dieser Mace kommt aus Schweinfurt. So nach der Runde von mir ist dieses Schwein fort. Luki Drittel NAR, ich ficke diese Missgestalt. Ich hab meinen eigenen Vater besiegt, ey, wer will mich noch ficken, Mann? Doch nicht dieser Mace, dieser Typ ist aus 30 und macht Battle Rap mit Lines auf dem Niveau eines Kleinkinds. Peinlich, wenn ihm nichts zu seinem Gegner einfällt, macht er Witze aus seinem Namen und diesen Scheiße. Mikroskop, Mikrowelle, Mikrofon, krass, nicht laut, innovativ. Doch ey, guck mal, ich kann das auch. Guck, ich bin für dich eine Mace-Latte zu hoch. Nach der Runde hier von mir ist dieser Mace Master K.O., yo, yo. Und im Finale bin ich der, der Mace besiegt hat. Und das Turnier gewinnen nennt mich den Macias. Und nach dem Finale füll ich Ramses mit Bier ab, als wäre er ein Mace-Becher, du Wack-Rapper, Biatch. Und schon wieder ein Fame-Beat, das ertrage ich nicht. Mace, alle hier hassen dich, doch sie sagen's dir nicht. Sorry, ich weiß, ich darf nicht zu viel sagen, denn sonst fragst du mich im Facebook-Chat schon wieder, ob wir beide Beef haben. Oder fällst rum, dass du rausfliegst, erzähl nix. Wir wissen alle, dass du Ramses per PayPal Geld schickst. Ab jetzt hast du häufigere Tiefphasen, weil du und deine Freunde mit Beuteltieren Beef haben. Bleibe zerfetzt von eisernen Splittern. Ernsthaft, für mich eine Neuheit, dass der Eminem ne Schwester hat. Mann, so Zweckreime bin ich sonst gewohnt von Eskat, Mann. Aber cool, dass du selber sagst, dass du ne Frau bist. Macemaster, der Erste, der sich in nem Battle outet. Doch, Digga, muss dich dafür überhaupt nicht schämen. Lass die Haare wachsen und feier auf dem CSD die Homo-Ehe. Wir beide picken Oldschool-Beats, doch lass das bitte sein. Bei mir nicken die Leute mit, bei dir nicken sie ein. Warum ist das so? Ich bin lustig und hab Style. Und dein Rap dagegen hat so viel Stil wie ein Cornetto-Eis. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass du gegen mich ne Chance hast. Wenn du gegen Leute wie Eggmac gewonnen hast. Yo, ich geb dir einen gut gemeinten Tipp, der viel Sinn macht. Und halt nächste Runde einfach den Rand wie Nichtschwimmer. Du bist jetzt fast 30, wie peinlich bist denn du? Hast bisher nichts gerissen, außer das Turnier von deinem Dude und deine Crew. 20 Mark gängig krassen Nutten, ey, ich kauf euch für 20 Mark, um euch alle anzuspucken. 20 leg ich oben drauf, denn das hat sich gelohnt. Und für weitere 20 erteile ich dir ein Rap-Verbot. Du denkst, du machst krassen Stuff, wo jeder sich den Arsch weglacht. Dann guck mir mal, was dein Kumpel sozusagen hat. Der Beste im Turnier, und zwar im vorletzten Jahr. Was wird der Sprecher also hier? Denn Luki ist am Start und Mace ist leider nicht mehr witzig. Bring ne peilige Scheiße, wie die Jungfrau über 40. Er kann bisher nur weiter, weil er meinen Penis lutscht. Ich kann darauf nicht verzichten, denn es ist wie eines hochklar. Danny war wohl besser, Danny hat wenigstens Titten. Nicht so große wie ich, doch leider konnte ich die nicht finden. Denkst du ernsthaft, du wärst für mich bedrohlich? Du bist täglich so krass wie Daniele Negroni. Kein bisschen komisch, dein Rap ist verschrott, Mann. Nach dem Battle singst du Planet Flash mich von Mark Foster. Ist doch offensichtlich, dass ich hier nur Runde weiter bin. Die beste Abschreckung fürs Finale ist dein Gesicht eigentlich. Meine ich, dass dein Piercing nicht stylisch ist? Du Opa, hab Respekt nächstes Jahr und verkleide dich. Mach es so wie Miko und verstecke deine Fresse. Oder tu uns alle einen Gefallen und lass das mit dem Rappen. Yo, mit deinem Humor hätte ich hier gar nicht mitgemacht. Im Battle bin ich Antifa und du bist Hamburgs Innenstadt, du Halb-Ossi. Ich werf die Spaken klar raus, jeder kennt die Mom von Mace. Und wenn man schon aus Schweinfurt kommt und solche Eltern hat, wundert es mich nicht, wenn man Senf mit Marmelade gerne mag. Bevor ich wieder diesen Mace Master, gewinnt der Luki gegen Mace Master. Zu Hause nennen sie den Mace Master, doch nicht hier, denn du siehst, es ist crazy. Und deswegen macht der Mace ne Kamikaze, spritzt sich H mit Parmesan. Er liegt bei Ramon und fenst in seinen Armen. Wir haben zu viel Senf mit Marmelade.